Also ich wollte nie einen typischen Mädchenberuf machen und der Beruf war eben ausgeschrieben und der hat sich für mich sehr interessant angehört und dann habe ich mich beworben in der Firma Thomson. Normalerweise fängst du an mit der Probenziehung und Probenaufbereitung und dann machst du verschiedene Proben und ja, also im Prinzip machst du immer was anderes, also täglich irgendwas anderes. Viele Personen glauben, wir mischen einfach verschiedene Chemikalien und Substanzen zusammen, aber dem ist nicht so. Wir führen genaue Analysen von Rohstoffen und Produkten durch. Man sollte Interesse zeigen und natürlich Arbeitslust mitnehmen, weil es ist immer was zu tun. Und natürlich ein bisschen ein mathematisches Grundwissen sollte auch da sein, es ist nicht schlecht. Geregelte Arbeitszeiten, Wochenends frei und der Verdienst natürlich ist für mich an erster Stelle, weil man hat ja natürlich Auto, Wohnung und das muss man bezahlen.